Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier auf dem Kanal. Ich habe mir mal die Demo von Trading Ready World heruntergeladen im Rahmen der Spielevorschau auf Steam. Das ist so ein Wirtschafts-Tycoon-Game à la Railgrade so ein bisschen. Man baut halt hier seine Zugstrecken auf, schaut, dass die Wirtschaft läuft, Geld verdient. Und das schauen wir uns heute mal an. Das Tutorial habe ich schon gespielt, das ist jetzt nicht sehr spannend. Ich würde sagen, wir gehen in die allererste Karte rein, The Submarine. So, und schon geht's los. Das ist die Karte, die wir hier haben. Ihr seht, da hat es Bereiche, die sind noch gesperrt. Und die Karte, ja, ist nicht gerade klein. Und entsprechend gibt es auch Achievements, die man hier entsprechend innerhalb von einem Zeitlimit am besten hinkriegen sollte. Schließe das Level in einer Stunde und 5 Minuten ab, liefere 110 oder mehr Eisenbahn und schließe 2 oder mehr Stadtaufträge ab. So, gucken wir mal. Wir haben die Industrien. Weizen geht nach da. Und die Kühe wollen nach da. So wie ich das jetzt hier sehe. Und Weizen will auch nach da unten. Okay, ah shit. Jetzt habe ich das schon freigeschalten. Das wollte ich gar nicht. Okay, wir bauen uns erstmal hier am Bahnhof. Ich würde sagen hier oben. Der nächste Bahnhof da. Und wir müssen Weizen nach da unten bringen. Oder machen wir das mit den Kühen zuerst hier hinten? Ja, wir machen das. Okay, dann das Ganze verbinden. Easy going. Noch so. So, und dann kaufen wir uns mal einen Zug. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal hier den Trench für 15.000. Fährt von da nach da. Nach da. Weizen entladen. Aber kann ich da nicht sagen. Ja. Kühe beladen. Und dann hier entladen. Bestätigen. Okay. Dann macht das sicher auf dem Weg. Wir können sogar recht nah hier ranzoomen. Kann er leider den Winkel der Kamera nicht wechseln. Es hat immer die Ansicht hier von oben. Und dann läuft es. Jetzt heißt es dann erstmal hier Geld verdienen. Wir können diese Lok auch boosten mit Spezialisten. Gibt es hier zum Beispiel einen Zugbegleiter, erhöht die Einnahmen, fügt einen Zug und Bonuswagen hinzu, erhöht das Tempo und verhindert, dass beladene Züge langsamer fahren. Und da werden die Kühe jetzt auch schon produziert. Ist jetzt hier erstmal leer gefahren. Machen jetzt hier mal schnell Vorlauf. Wir brauchen Geld für die nächste Strecke. Ja, da wird schon gut Weizen produziert. Sogar ein bisschen zu viel. Okay, da kommt das Geld. Ich glaube, ich gebe dir mal zusätzlichen Wagen mit dazu. Und dann würde ich als nächstes mit dem Weizen hier runterfahren. So, das läuft. Ich dachte, das mal auf Schnellvorlauf. Wir bauen mal einen Bahnhof hier unten. Müssen wir mal schauen wegen den Gleisen. Das kostet schon ein bisschen was. 11.000. Lok, fahren wir ein bisschen schneller. 10.000, bauen wir es mal bis dahin. Sehr gut. So, das Ganze jetzt hier verbinden. Nice. So, nächster Zug. Würde ich jetzt mal die Novo nehmen. Und da nach da. Bestätigen. Das ist auch eine ganz witzige Lok hier. Schaut euch mal das Ungetüm hier an. Haben sie schon nett gemacht. Okay, das läuft und dann haben wir hier noch Passagiere. Und da haben wir hier Stahl. Nochmal Eisenerz und Kohle. Und da hinten. Okay, es wird dann schon komplexer.
ob das nicht vielleicht zwei Züge sein sollten, dass der nur Weizen macht. Machen wir noch die Linie für den Personenverkehr. Hätten wir gesagt, so bis hierhin. Und dann so einigermaßen parallel. Nicht genügend Geld. Ja, komm, wir mehr Geld haben. Nice. Nobu oder Techno 5000. Nobu von da nach da bitte. Läuft. Sehr gut. 2 von 6 gelagert. Es verlangt Kühe, also Kühe müssen auch nach da unten. Ich glaube, wir machen das vielleicht doch dediziert. Das, der Zug da. Wollte ich mal kurz anpassen. Du machst jetzt nur Weizen. Dafür machen wir noch eine Zuglinie. Und da nach da unten. 15.000 Trench von da nach hier bestätigen. Das ist auch kein Problem, wenn sich die Züge dann aufeinander fahren. Die fahren einfach zwischeneinander durch. Zwar nicht ideal, weil sie dann kurz stehen bleiben, aber das funktioniert. Nice. Also wirklich boosten können wir das hier nicht. Wir könnten auch sagen, der fährt dann auch einmal bis dahin. Weißt du was? Wenn du das gemacht hast, Auftrag hinzufügen, fährst du wieder dahin. Und dann fährst du dahin und dann fährt er wieder retour. Und macht da beide Städte einmal. Wir laden, entladen nicht möglich. Warum nicht? Es ist jetzt aber hier. Achso, na doch, wieder laden. Achso, produziert die gelagerte 3. Weil die vermutlich wieder 1 weiter müssen. Dann würde ich das hier mal verbinden. Okay, Passagierzug. Guck mal her. Achso, ich muss aus dem Menü wieder raus. Auftrag hinzufügen. Fährst du nach da. Wieder laden und fährt dann wieder nach da, I guess. So. So, 29 von 30. So lobe ich mir das. 46.000. Da brauchen wir Stahl, Stahl. Wollen wir das hier freischalten? 80.000. Holy shit. Das ist dann doch ein bisschen viel. Was kostet der Spaß? Auch 80.000. Okay. Ja, das sieht besser aus. So, sind wir fertig. Okay, das mit den Kühen ist fertig. Das war so ein Stadtauftrag. Brauchen wir jetzt hier unten noch die Kühe. So, Kollege. Das mit Birkenhead machen wir weg. Ja. So. Können wir da bei dir noch irgendwas Spezielles machen? Das Tempo des Zus um 30%.
Gut. Passagierzug könnte man eigentlich boosten. Für 10.000. Nice. Aus der Einzelindustrie kann ich nicht, ne? Aber ich glaube, ich gehe eher Richtung Eisenbahn hier. So, passt. Robert, bitte. Der kriegt viel mehr Weizen, als wir verarbeiten können hier. Okay. Neue Region. So, hier braucht man Kohle. Kohle kommt von da hinten. Geil. Was ist das? Eine neue Industrie errichten. Glass, Steel, Presspipe. Nee. Ach, da ist Kohle. Ja, okay. Bahnhof. Hier. Nee, noch da. Also kein Geld mal wieder. Na komm. 10.000. Geil. Bahnstrecke. Einmal noch da und noch hier. 7.5, komm. Nice. Ich glaube, dort. Ja, nehmen wir mal einen Trench. Und da. Noch da. Bestätigen. Perfekt. Okay, Kupfer von da hinten. 10.000. Ja, doch, jetzt geht's. Ich glaube, ich lasse den hier mal durchfahren. Nice. Und da rein. Zug hinzufügen. Trench. Ah, 15.000. Komm. Einmal von da bitte nach da. Für Stahl. Na, dann müsst ihr ja eigentlich von da auch hinzufügen. Eisenbahn nach da. Das ist, glaube ich, die wirtschaftlichste Route. Und dann fährt er fast 75% mit Gewinn. So, Passagiere. Könnte man noch eine Linie machen zwischen da. Machen wir da vielleicht einen eigenen Bahnhof für das jetzt. Oh, 15.000. Ah ja, wir haben es ja. Nice. Jonas, von da nach da bitte. Ja, dann macht Sinn so. Geil, Lomatico, boah, 110. So, hier ist alles erfüllt. Oh, und wir brauchen auch noch Stahlbahn da oben. Das heißt, wir brauchen eine Zugverbindung, die so geht. Zug hinzufügen. Wir sind es 20, dann kann das die kleine Lok machen. Von da nach da. Frag mich, ob wir nicht lieber einen großen Personenzug machen. Ich glaube, das wäre schlauer. Personenzug. Ist der Personenzug? Ja. Kann ich. Oh, ich kann nicht upgraden. Oder verkaufen. Ja. Verkaufen. Du, Kollege. Ich glaube, ich wirst jetzt
ganz groß. So, Aufträge hinzufügen. Von da nach da. Nach da. Nach da. Und das Ganze wieder retour. Okay. Ich glaube, das macht Sinn. Und dann gehen wir hier noch den Zubegleiter mit dazu. Den extra Bonus. So, und bei dir können wir noch Verkäufe nicht verfügbar. Weichheitssteller. Schade. Spezialisten gibt es aber auch nur in begrenzter Form. Okay, 8, 7 von 8. Wir brauchen einfach nur mega viel Stahl. Was ist, wenn wir da einen zweiten Zug hinzufügen? Also ein Janus. Und da noch. Da. Mal schauen, ob der schlau ist. Was ist mit dir? Strecke nicht gefunden. Oh, ja klar. Weil das hier natürlich nicht verbunden ist. Entschuldigung. Ich glaube, spaßig wird das Ganze im Multiplayer, was sie angekündigt haben. Dass dann jeder so seine eigene Firma hat und dann schaut man, wer am wirtschaftlichsten ist. Jetzt in der Demo geht das leider nicht. Und natürlich auch die eigenen Karten für später mal. So, aus dem Menü wieder raus. Ich glaube, dich werde ich auch mal upgraden. Zweiter Bahnsteig wäre vielleicht gar nicht so schlecht hier. Komm, upgraden. Wir haben sie ja. So, kicken wir mal. Hier hinten kaufen wir das mal. Kupferbahn. Kupfer braucht Kupfererz und Kohle. Behalten wir die Kohle. Und Kupfererz kommt von da oben. Okay, mal gucken. Einmal so. Warte mal, vorspulen, ich brauche Geld. Einmal so. Das könnte eine Linie werden, wenn man hier sagt, das hier mit dem hier verbinden und das dann fährt er doch da oben und wieder retour. So ungefähr, dachte ich mir das mal. Spaß kostet 10.500. Nice. Und dann würde ich gerade schon die dickste Lok dafür kaufen. Kostet 30.000. So, liebe Züge, macht's Geld. Komm rauf, 35.000. Jetzt. Seht ihr da? Einmal das. Von da. Nach da. Nach da. Nach da. Bestätigen. Gehen wir dir noch ein extra. Na komm. Tempo erhöhen. So, und dann hätten wir hier die Challenge. Gleich zweimal. Einen eigenen Bahnhof dafür machen. Ich habe da so eine Idee. Dann das damit hier hinten verbinden. Das da mit dem. Dann können wir da auch eine eigene Zuglinie hinmachen. Machen wir einmal den
einen großen Boy. Naja, ich hab nicht genügend Geld. Aber jetzt. Und zwar fährst du von da nach da. Dann fährst du wieder dahin und bringst die anderen nach da. Dann ist das auch so eine Linie für sich. Und dann haben wir hier dann die Ziele damit erfüllt gleich. Also hoffe ich zumindest. Okay, 38 von 110. Du bist ja schon... Da gehen wir mal den Spezialisten hier drauf. Wieso ist der da mit Kupfer wieder retour gefahren? Hä? Ach so, weil er nicht mehr kann. I see. Das heißt, den Zug können wir eigentlich löschen. Verkaufen. Okay, good to know. Aber dann kann ich jetzt soweit eigentlich nichts mehr boosten, oder? Wir könnten halt hier die Passagiere noch machen. Als eigener Zug. Könnte man Janus nehmen für da, nach da, nach da. Blockieren sich zwar ein bisschen, aber dann hätten wir das jetzt hier auch. Und da hinten bräuchten wir auch noch Kohle. Schauen wir uns das mal hier kurz an. Ah, schon nett gemacht. Zwei Industriepunkte, Breastpipe. Wir könnten noch mehr Stahl machen mit so einer Fabrik. Bin ich das? Dann wäre das zweite Goal halt fertig. Siegesquests abschließen. 0 von 3. Happy Phoebus. Es wäre doch eigentlich nur noch die Quest, oder welche drei Quests meint er? Okay, der ist jetzt auch happy. Dann hätten wir hier das letzte Goal und dann sind wir eigentlich fertig. Oh! Wir müssen hier hin. Ach, jetzt verstehe ich das Ganze. Weil wir da hier das U-Boot bauen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit schon Zeit verschwendet. Ach, nee. Stahl. Sollten wir hinkriegen. Also jetzt machen wir hier mal den da. Können wir gerade einen zweiten bauen. Wie komme ich... Also so rüber kann ich nicht. Da hat es hier explizit die Brücke. Ich würde sagen, so. Dieser eine Stahlzug. Welcher ist denn das? Wo ist der Stahlzug? Oder der Stahlzug? Stahlzug, komm mal raus. Ich muss dich mal kurz anklicken. Ja. So, tu dich mal upgraden. So, beladen. Auftrag hinzufügen. Nach da.
Okay. Und es wird Glas verlangt und diese komischen Rohre. So, guck mal, neue Industrie. Für Glas braucht's Sand. Und für Rohre braucht's die Kupferbahn. Gut. Und Kohle. Das heißt, machen das mal so. Nice, der Kupferzug. Habe ich den gelöscht oder fährt der noch? Ich glaube, ich war der hier. Ja. Einmal alles löschen. Du bringst Kupfer von da nach da, bitte. Und wir brauchen noch Kohle. Ich glaube, ich werde von da oben diesen Weizenzug hier löschen. Damit der hier von da nach da runter fährt. Bestätigen. Das wäre dann die Produktion. Und dann braucht man einen Zug von da nach da rüber. Ich würde sagen, da geht immer hier so straight. 36.000. Okay, dafür braucht es noch einen Zug. Sollen wir einen Personenzug opfern? Oder die Industrie hier oben? Was bist du für ein Zug da hinten? Das ist ein Passagierzug. Der sowieso nicht mehr fahren kann. Ja. Ich bin der absolute Experte in sowas. Also guck. Einmal so. Von da unten nach da, bitte. Messingrohre. Und ich werde jetzt hier den Bahnhof hier noch so verbinden. Sag mal, der Kupferzug. Kann ich dich mal kurz anklicken? Nein, das ist der Kohlezug. Kohle, Kupfer. Ah, und der kann ich runterfahren. So, und jetzt? Ist jetzt runter? Strecke nicht gefunden. So, fahr hierher. Geht doch. Ja. So. Und jetzt das Thema mit Glas und Sand. Erfordert. Kriegt den Sand her? Wer hier produziert Sand? Ach, von da. Wow. Okay, I see. So, Bahnhof von da. Ich würde sagen, als Industrielocation nutzen wir das hier oben. Und einmal hier so rüber. So, Bahnhof. Und das Ganze können wir dann auf der Linie weiter. Das heißt, die brauchen wir mindestens zwei Züge wieder. Welchen Zug klaue ich mir? Ich glaube, ich klaue mir den Zug da oben. So, Kollege, du bist verkauft. Leider Gottes. Deine neue Aufgabe ist es, hier Sand von da nach da zu bringen.
Gut, der fährt auch schon mal los. Nice. Boah, da braucht es dann also richtig viel, ey. Nicht verfügbar, nicht verfügbar. Und einen letzten Zug für... Oder ich kombiniere das. Der Zug hier mit den... Laden, Entladen nicht möglich. Warum nicht? Lass mal ganz kurz beobachten, aber eigentlich... Ja doch, geht. Du kannst dann als nächstes immer... Nee, da brauche ich erstmal eine Schienenverbindung. So, du kannst dann als nächstes... So, bist du das? Eisenbahn? Nee. Als nächstes hier hinfahren. Und dann hier hin. Und dann wieder das Ganze von Anfang an... Personenzug. Ich glaube, es macht Sinn, dass ich den auch lösche. Machen wir das anders. Dass wir einen dedizierten Zug von da unten nach da oben haben. So, von da nach da. Tätigen. Und bei ihm den Auftrag anpassen. Wo ist der andere? Wo ist der andere? Hä? Wo ist der andere Zug, den ich da hingeschickt hatte? Kohle-Strecke nicht gefunden. Wo bist du? Du bist da. Ach so. Warte mal, wenn du hier... Ach so, warte mal. Wir werden das hier mal so mit dem verbinden. Und er ist glücklich. Das sollte man also noch beobachten, wenn man hier zwei Bahnsteige hat, dass dann alles mit allem irgendwie verbunden ist. Oder er ist gar nicht so nah zusammenbaut. Aber trotzdem, wo ist der andere Zug? Da ist er. So. Löschen. Okay, ich würde sagen, ich mache jetzt hier mal fast forward, bis das hier fast fertig ist und dann schauen wir mal, was da passiert. Bis gleich. So, ein bisschen Zeit ist vergangen, aber die letzten Sachen kommen. Da kommt hier der Stahlzug und dann ist das hier fertig und ich hoffe, es kommt dann irgendwie so eine kleine Animation oder ähnliches. Und ihr seht, in einer Stunde und 5 Minuten kann man das schaffen. Bei mir läuft das schon 1 Stunde und 30 Minuten. Aber hey, das ist das allererste Mal. Ich bin da, abgesehen vom Tutorial, blind reingegangen. Könnte schlimmer sein. So, komm mal rein hier. Und entladen. Oh yes. Geht doch. Okay, cool. Das ist ja die Demo. Jetzt schauen wir doch mal, ob es da theoretisch, ja, ob es da noch was gäbe. Ah, naja, das ist soweit alles. Okay, ja, hat Potenzial, wenn man die Art von Spiele mag. Ich glaube, das wird davon leben, dass im Multiplayer dann richtig spannend wird. Und da frage ich mich, ob man dann im Multiplayer aufs gleiche Ziel hinarbeitet oder dass man dann wie sagt, okay, es ist das gleiche Ziel und derjenige, der dann das schneller fertig hat, der gewinnt dann. Oder es ist Teamarbeit. Weiß ich dann jetzt noch nicht. Weil, wie gesagt, das ist alles, was wir momentan haben. Ich weiß auch keinen Preis. Ich weiß auch nicht, wann es genau rauskommt. Es ist einfach nur für das Jahr 2024. Von mir auf jeden Fall erstmal einen Daumen nach oben. Ob es richtig viel spielen wird, eher weniger. Außer dann im Multiplayer. Das muss ich mir vielleicht nochmal ansehen. Dann, glaube ich, könnte es was sein. Da spiele ich dann, glaube ich, eher Raygrade. Das fixt mich ein bisschen mehr an. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.